Es ist klein, rund, süß. Wir kennen es und mag es in der ganzen Schweiz. Jetzt feiert es Geburtstag, das Willisauer Ringli, der 165. Und zum Jubiläum hat es sogar ein Geschwisterti gegeben. Braun ist es, au Chocolat heisst es und es kommt auch aus dem Haus Hug. Was Hug sonst noch plant, wie es letztes Jahr gelaufen ist und wie das Willisauer Ringli entsteht, da auf deinem Sender für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, können das sehen. Andreas Hug, man kann sagen, herzliche Gratulation, das Ringli wird 165 Jahre. Wie kommen wir auf die Zahl? Wie ist das historisch belegt? Das ist eine Überlieferung, dass 1850 die Familie von Pfeiffer auf dem Schloss Heideck gewohnt hat, gelebt hat. Die hatten einen Hausmagd, ein Hausmeidli. Und die haben dort das Willisauer Ring, also das Ringli, da war es einfach das Ringli, produziert. So als Hausbiskuit. Und die Anna Beyer, die ist dann auf Willisau gezogen und hat einen Beck geheiratet, Heinrich Maurer. Und der hat dann nachher eigentlich das Ringli angefangen. Und seitdem ist das Willisauer Ring. Das ist seit 1850 auf dem Markt. Und somit ist es dieses Jahr jetzt 165 Jahre. Das Ringli hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, erfreulich. Wir haben aber auch festgestellt, man muss schon auch etwas machen dafür. Es ist nicht einfach ein Selbstläufer, der von mir selber einfach immer weiter steigt. Man muss es wieder bekannt machen, man muss etwas dafür tun. Und das haben wir jetzt im Sinn mit verschiedenen Aktivitäten in diesem Jubiläumsjahr 165 Jahre. Wir haben ja auch eine zartere Variante kreiert, das Ringli mit Schoki und Schokolade, wo denen, wo jetzt das andere, das klassische Ringli, einfach ein bisschen too much ist von der Härte her, dass sie auch eine Alternative haben. Und dann haben wir noch verschiedene Aktivitäten, direkt an den Verkaufspunkten mit Degustationen oder auf Social Media, wo wir noch Geschichten fragen, wie ist dein Ringli? So wie man es richtig isst, das weiss ich ja bekannt, dass man es für richtig wird. Zeigen Sie uns mal. Soll ich das zeigen? Okay. Das Ringli nimmt man in die Hand, legt es auf die Handfläche. Und dann tut man mit dem Ellbogen reinschlagen. Dann soll es vier Teile geben. Jetzt gerade im Moment ein bisschen mehr geben. Und dann nimmt man einzeln ins Maul. Und das geht jetzt ein bisschen länger. Ich tue es jetzt gleich verbeissen und warte dann, bis es schön vergeht. Kann man das so essen. Und wenn man jetzt ein bisschen zarteres Produkt nimmt, das wäre dann eben Schokiringli. Ja. Das kann man dann gerade direkt abbeissen. Das geht tipptopp so. Gut. Das eine Ringli war hart, das andere ist weich von der Rezeptur. Wie unterscheidet sich das? Ja, also das Willisauer Ringli ist ja bekannt, dass es kein Fett hat, das Original. Und dadurch, dass wir Schoki reintun, kommt natürlich auch ein bisschen Fettgehalt rein. Und das macht es dann auch ein bisschen mürber, das ganze Ringli. Und dadurch kann man es auch bedenkenlos im höheren Alter direkt verbeissen. Wie ein typischer Willisauer Ringli entsteht, der Produktionsleiter, der Andi Zemp von Schöpfheim, nimmt uns mit auf einen Rundgang. Da hinten, obwohl es mir eine Fabrik sind, sehen wir hier in diesem Raum, wir arbeiten hier noch in einer kleinen Bäckerei mit uns. Jede Komponente, Mehl, Zucker und alles noch von Hand abwägen, was wir nachher sehen. Wir haben also kein Silo und nichts. Bei uns ist wirklich noch 1:1 wie in einer kleineren Bäckerei. Machen wir das. So viel Handarbeit. Da sind wir nachher in der Teigerei, wo wir den Willisauer Ringli Teig herstellen. Der Teig ist eigentlich nichts Aussergewöhnliches, ist aber gleich sehr speziell. Das Rezept ist in dem Sinn kein Geheimnis. Wir haben hier Zitronenschalen drin, wir haben Orangen drin, wir haben Honig drin, wir haben Mehl und Zucker drin. Mit diesen Komponenten stellen wir nachher den Willisauer Ringli Teig herstellen. Das klingt jetzt eigentlich so einfach, aber der Teig ist nicht so einfach zum Herstellen. Da ist sehr viel Know-how von den Bäckern, die man da hinten gerade in der Arbeit sieht, hinterher. Man hat immer das Gefühl, in einer grossen Bäckerei könnte man da ein bisschen mehr oder weniger von dem Miet tun. Das käme nicht so drauf ab. Das stimmt eben nicht. Sobald wir mit einem Teig auf die Anlage gehen und nur die kleinsten Abweichungen drin sind, dann können wir den Teig nicht mehr verarbeiten.
Das ist Staatssache. Das unterscheidet sich gar nicht zum traditionellen Bäckerbetrieb. Die Komponenten wägen wir ab, wie man hier beim Herrn Müller gerade sieht. Er tut die diversen Komponenten in einen Teigwagen rein, tut die Teigkomponenten mit Wasser mischen. In einer zweiten Phase kommt noch das Mehl dazu, wo nachher dann der Endteig gibt, den wir gerade hier zu meiner Linken sehen. Was ganz wichtig ist, wenn der Teig gemacht ist, muss der die Ruhezeit einhalten. Man kann also mit dem Teig nicht gerade auf die Anlage. Das ist auch ein Know-how, das der Bäcker hat. Sonst gäbe es nur einen Laden auf dem Band. Wenn der Teig hergestellt ist, wird er über die Hitzvorrichtung in den Teigrichter gepumpt. Der Teig geht nachher über eine Schneckenpumpe auf die Dressieranlage. Die Dressieranlage hat nachher drinnen zwei Walzen, wo die Ware nachher über die Walzen in eine Kammer presst. Und die Maschine macht eigentlich nichts anderes, als genau wie der Bäck das von Hand mischt. Er tut das Ringli dressieren. Einfach maschinell, und der Bäck macht es von Hand. Aber wenn man hier unten hinschaut, die Bewegungen sind eigentlich genau die gleichen, wie der Bäck von Hand macht. Und wir wollen das auch so, dass es handgemacht aussieht. Das wollen wir so. Wenn man da drauf schaut, jetzt, man sieht hier auch den dickeren und den dünneren Teil, als wirklich handgemacht aussieht. Bei uns ist natürlich alles viel grösser. Das Band ist 37 Meter lang, der Ofen. Das Band ist 1 Meter breit. Und pro Haube dressieren wir 36 Stück dressieren auf einmal. Dann gehen die Willisauer-Ringli nachher durch den Backofen durch. Der Backofen hat genau wie daheim auch etwa Unter- und Oberhitze. In diesem Teil dressieren wir noch etwas simulieren, was man früher mit dem Blech gemacht hat. In Brunnen eintunken. Das wird heute über die Dampfanlage, tut man hier unten hier leicht Dampf besprühen, dass nachher der schöne Glanz vom Willisauer-Ringli gibt. Das ist der Grund. Die Willisauer-Ringli sind nachher rund 25 Minuten im Ofen. Und weil man das Ringli ja nicht nur backen, sondern man tut das eigentlich von innen nach außen trocknen, dass es den markanten Biss überkommt. Das ist eigentlich Kunst am Ringli. Dann gehen wir hier durch den Ofen. Wie man hier sieht, im ersten Teil, da sind die Ringli schon etwa 5 Minuten im Ofen innen. Da sieht man einfach, Entschuldigung, dass sie ein bisschen Farbe angenommen haben. Sonst sieht man noch nicht viel. Das ist eben der Trocknungseffekt, den wir wollen. Da hinten sind die Willisauer-Ringli schon rund 10 Minuten im Ofen. Man sieht, die haben eigentlich noch keine Farbe angenommen. Sie sind einfach ein bisschen aufgegangen. Und die Kunst ist, dass man, wenn das Gebäck in den Ofen geht, das natürlich nicht eingeht, dass die Form und die Höhe behalten. Darum ist ganz wichtig, dass der Backprozess von A bis Z, also wir den Griff haben. Und für das haben wir den Ofen, wo wir in 5 Zonen können sagen, wie warm wir wollen, respektive einen Temperaturabgang. Da hinten sind die Ringli schon rund 15 Minuten im Ofen. Man sieht auch hier, sie haben noch nicht so viel Farbe angenommen. Das ist effektiv so, weil man das Ringli von innen nach außen trocknen, als der markante Biss überkommt. Für uns wäre es natürlich interessanter, wir könnten die Ringli in 10 Minuten backen. Wir hätten einen viel höheren Ausstoß.
Aber das ist bei diesem Produkt, bei dieser Spezialität gar nicht möglich. Das ist entscheidend für nachher dann das Endprodukt und die Qualität natürlich. Nach rund 25 Minuten kommen die Ringli jetzt so zum Ofen aus, in Reihe und Glied. Da sieht man jetzt so gut den markanten, dicker und dünner Teil, wo das Ringli eigentlich auszeichnet, dass es wirklich auch handgemacht aussieht. Da hinten passiert nachher die ganze Qualitätskontrolle, wenn man da oben die Löcher zum Band aussieht. Das ist nicht das, was irgendjemand geschnauzt hat, sondern die Qualitätskontrolle fährt natürlich schon am Anfang des Bandes aus. Dass sie genau wissen, wenn das Gewicht dahinter stimmt, muss es dahinter auch gestimmt haben. Das ist sehr entscheidend für die Qualität nachher. In diesem Teil nachher machen wir die Denkkontrolle. Wir tun hier die Länge, Durchmesser und den Wassergehalt eintragen. Also der Beck, der zuständige Beck, macht alle halbe Stunde Qualitätskontrolle. Weil wir sagen, Qualität macht bei uns jeder. Nicht nur der Chef. Der Chef muss schauen, dass es umgesetzt ist, aber Qualität macht jeden einzelnen Mitarbeiter. Was beim Willisauer irgendwie noch speziell ist, weil das ja kein Fett drin hat, klebt das relativ stark auf dem Band oben. Da hinten müssen wir das Ringli fast abschrecken, dass es nachher dann vom Band wegkommt. Dass man das nachher dann in die Dämpfphase in das lange Packband schicken kann, zum Auskühlen. Was da noch entscheidend ist, mit euch von diesen Produkten auch den Wassergehalt messen. Und zwar muss man das machen, dass man Qualität im Griff hat. Oder? Wenn es viel Wasser drin hat, ging über die Lagerung, würde die schlecht werden. Das ist sehr entscheidend, der Endwassergehalt des Produkts. Für schlussendlich die Qualität zu haben, dass wir Garantie über die 8 Monate geben können, wo sie haltbar sind. Wir tun hier mit kaltem Wasser an das Band spritzen. Das Wasser wird aber wieder im Kreislauf angenommen. Das Wasser, das ja unter das Band gespritzt wird, ist ja dann wieder etwas warm. Das nehmen wir nachher zum Reinigen wieder nach, das Warmwasser. Das wird also im Kreislauf wird das wieder zurückgewonnen. Wie lang ist noch der ganze Bachvorgang? Der Bachofen ist 37 Meter lang und das Band ist 1 Meter breit. Pro Tag in 2 Schichten machen wir rund 1,8 Tonnen. Das entspricht etwa 25'000 Stück. Jeden Tag? Ja, also in der Regel. In der Regel 5 Tage. Es gibt aber auch Aktionen, die wir haben. Und dann kann es auch gut sein, dass wir rund um die Tour produzieren. Ja. Wie viele Ringe haben Sie jetzt schon produziert? Seitdem man sich da bin. Ja, da müsste ich jetzt gut Kopf rechnen. Wir machen im Jahr etwa 260 Tonnen. Und das entspricht etwa zwischen 40, 45 Millionen mal 20 natürlich. Das ist eine rechte Menge. Das ist eine rechte Menge, ja. Die da zum Ofen auskommt tagtäglich. Und natürlich in der Qualität, wo wir es wollen. Oder? Die Ringli gehen nachher dann anhand von diesem langen Band in die Packerei. Das Band muss so lang sein, dass die Produkte auskühlen können, dass sie verpackt werden. Wenn die warme Beutel einkämen, gibt es Kondenswasser und dann wird die Haltbarkeit natürlich nicht gewährleistet. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den wir hier einhalten müssen. Darum ist das Kühlband nur einmal rund 40 Meter lang, bevor sie das Gebinde eingehen zum Abpacken. Das ist auch noch ein entscheidender Punkt. Willisauer Ringli, sicher ein ganz bekanntes Produkt, das ihr vertreibt. Welchen Stellenwert hat das im Anteil der Produkte, die ihr habt? Es hat im Hugbiskuit-Sortiment einen recht hohen Stellenwert. Das ist also eines von unseren Leader-Produkten, das seinen festen Stellenwert hat und eigentlich durch das auch man Aktivitäten darauf machen kann.
Was haben die sonst noch für Produkte und wie entwickeln sich die? Wir haben im ganzen Biskuit-Bereich natürlich auch die Wernli-Biskuit mit der Schocke, die sich auch wieder gut entwickelt. Wir haben da eine Durchstrecke durchgemacht, haben jetzt aber hier den Hörnerrand auch können schaffen, wieder können wachsen. Dort ist natürlich auch die Schocke dran. Dann haben wir einen super Flow, kann man fast sagen, wie im Sport, mit der Arvida, mit der ganzen gesunden Zwischenverpflegung. Das läuft toll. Dort haben wir, glaube ich, ein paar Sachen richtig gemacht in den letzten Jahren. Also ihr habt für Schlemmer und Sportler habt ihr Produkte? Ja, für die Schlemmer und Sportler und eben die Schlausnäcker, wie man sagt. Also das Schlau, die schlaue Zwischenverpflegung, weil es mit Vollkorn eben Gesundheitsaspekte hat und gleich genussvoll ist. Jetzt haben wir nach der Aufhebung der Frankenparität. Wie entwickelt sich bei euch der Umsatz? Wie viel exportiert ihr ins Ausland? Unser Anteil ist nicht wahnsinnig hoch, das ist etwa bei 15%. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich schon, das rührt einem schon ein bisschen zurück. Wobei man auch muss sagen, man hat immer gewusst, dass das eine kommt. Und der richtige Moment für so etwas, den gibt es eh nicht. Also, ja, jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Wenn man so ein bisschen die Umsatzzahlen anschaut, es gibt ja verschiedene Bereiche, könnt ihr uns da noch etwas dazu sagen? Ja, wir haben jetzt beispielsweise, also insgesamt haben wir 2,3% können wachsen im 14., was sehr erfreulich ist für uns. Da haben Biskuit von der Marke Wernli auch dazu beigetragen. Wir haben ja dort auch ein Jubiläum können feiern, das richtig zelebrieren. Das hat der ganzen Marke Wernli schön Schub gegeben. Und dann die Marke Darvida, wo wir mit einerseits neuen Produkten, aber auch mit dem Zeitgeist von der modernen Zwischenverpflegung sehr gut uns können entwickeln und sogar den Umsatz um 20% können steigern. Gut, ihr habt verschiedene Produkte und die sind schon fast ein bisschen Spezialisten geworden, habt ihr gesagt, mit Jubiläen. Ja, genau. Also wir haben jetzt eben 50 Jahre Schoko-Petit-Beurre. Bei der Marke Wernli haben wir letztes Jahr als goldene Hochzeit gefeiert, wo das Petit-Beurre und das Schokoblättchen geheiratet haben miteinander. Wir haben die 165 Jahre Willisauer-Ringli jetzt das Jahr. Und das Jahr haben wir noch ein weiteres, einen anderen Klassiker. Das ist das Schokoli, das Sandwich-Gebäck von der Marke Wernli. Und dort feiern wir jetzt das Jahr 60 Jahre. Also wir sind wirklich so geübt im Jubiläum feiern. Das Nächste? Nächste? Ja, das verrate ich jetzt noch nicht, aber es kommen weitere. Eben, ihr könnt den Umsatz können erhöhen. Wie ist das mit dem Personal? Normalerweise kann man ja viel auch machen mit Rationalisierung. Wie entwickelt sich bei euch der Personalbestand? Ihr habt ja verschiedene Produktionsstandorte auch. Jawohl. Ja, wir haben, logisch sind wir auch immer, das ist auch eine Aufgabe, dass wir immer probieren, die Produktivität zu steigern durch Rationalisierung. Wir haben aber auch den Personalbestand ist um 6 Vollzeitstellen gewachsen auf 341 Vollzeitstellen. Personen sind wir etwa knapp 400 mit allen Teilzeitstellen zusammen. Und so. Wie verteilen sich die verteilen? Wernli, Hug Maltes, Hug Willisau? Jawohl, das sind etwa 25 hier in Willisau, wo wir jetzt gerade sind. Und dann etwa 150 in Malters und die restlichen in Trimbach, bei Olten, wo die Firma Wernli daheim ist. Nochmal zurück zu den verschiedenen Bereichen, die ihr habt. Gastronomie ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, oder? Gastronomie ist sehr ein wichtiger Teil und wird eigentlich auch immer wichtiger. Macht heute auf 35% aus vom Gesamtumsatz. Und dort haben wir auch den höchsten Exportanteil. Dort ist er dann wesentlich mehr als 15%. Dort geht es gegen ein Drittel, wo die Export geht. Was muss man sich da darunter vorstellen? Was sind das für Produkte? Gastronomieprodukte sind so gebackene Halbfabrikate. Allen voran sind das Tartlets und Tortenbödeli. In allen Formen und Schokiteig, Salzteig, Süßteig, wo man viel auf Dessertbuffet, auf Apero-Buffet findet und so weiter. Oder die klassischen Äpfel-Törtli in der Saisonzeit. Das ist ein sehr wichtiges Produkt. Dann Pastetli. Also Pastetli ist in der Schweiz sehr ein populäres Produkt. Meringschalen zum Beispiel auch. So die Art Produkt. Auf was führt das zurück, dass ihr da so eine markante Steigerung habt gerade? Ich glaube, wir bearbeiten den Markt sehr professionell. Es ist einerseits ein Beziehungsmarkt. Also man muss einen guten Bezug haben zu den Küchenchefen, zu den Entscheidern, die diese Produkte anwenden. Und andererseits natürlich eine zuverlässige Qualität, einen guten Lieferservice. Und mit dem ganzen Paket zusammen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und haben uns gut entwickeln können.
Eben, ihr redet jetzt von einem Paket. Man könnte ja da, wie man rumschaut bei euch, ihr habt ganz viele verschiedene Säckchen mit ganz vielen verschiedenen leckeren Sachen drin. Wo legt ihr aus Firmenleitung jetzt Priorität bei der Entwicklung? Was gibt es vielleicht in absehbarer Zeit für neue Produkte? Ja. Also es ist so, wir sind recht breit aufgestellt. Das ist einerseits gut, andererseits natürlich auch eine Komplexität, eine hohe Komplexität, die man muss beherrschen muss. Und man muss probieren, immer auch wieder gewisse Schwerpunkte zu legen. Es ist bei uns schon Schwerpunkt auf unseren eigenen Marken, also Hug, Wernli und Darvida. Und bei Hug eben der Detailhandel plus dann noch Gastronomie. Und das sind schon die Bereiche, wo wir eigentlich alle die vier Bereiche, die wir probieren, weiterzuentwickeln. Und das ist klar, das fordert einem recht raus, wenn man so breit aufgestellt ist. Macht einem aber andererseits auch ein bisschen unempfindlicher gegen Rückschläge im einen oder anderen Bereich. Man ist dann auch nicht so abhängig in einem einzigen Bereich. Trotzdem habt ihr eure ganze Produktion. Hug verbindet man mit Schweiz. Die Überlegung, eben so ein bisschen zu differenzieren, auch noch vielleicht im Ausland Standort aufzutun, jetzt gerade eben mit dem Euro. Konsumentenprodukte, jetzt was Marke Hug, Wernli, Darvida ist, das werden wir nicht im Ausland produzieren, weil die sind relativ stark mit der Schweiz verbunden. Ob wir im Zusammenhang mit der ganzen Business-Geschichte Schweizer Kreuz auf immer und ewig drauf tun können, das kann ich nicht garantieren dafür. Es geht ja leider hier nur um die Rohstoffe und nicht um die Wertschöpfung und so weiter. Aber Produktionsstandort Schweiz für diese Produkte wird eigentlich schon bleiben, auf absehbare Zukunft. Aber was schon kann sein, ist, dass gewisse Gastroprodukte vielleicht einmal in der Region, wo sie dann auch verkauft werden, auch produziert werden. Da sind gewisse Überlegungen im Gang. Jetzt noch abschließend: wie sehen die Prognosen für 2015? 165 Jahre Willisauer Ringli. Es geht weiter, geht es gut weiter? Wir sind sehr zuversichtlich. Wir haben natürlich Budget und Zielsetzungen haben wir alle gemacht, bevor der Entscheid von der Nationalbank kam. Da müssen wir jetzt schauen, wie sich das auswirkt. Das kann uns ein kleinerer oder grösserer Strich durch die Rechnung machen. Es kommt ganz darauf an, wie die Konsumenten mitmachen, wie die Konsumentenstimmung ist, wie treu sie in der Schweiz bleiben. Das wissen wir nicht, haben wir nicht in der Hand. Aber wir machen tagtäglich das Beste. Und dann werden wir schauen, wo wir rauskommen. Aber wir planen das Wachstum auch jetzt 2015.